wunderschönen guten Morgen wieder, meine Lieben. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mich wieder begleitet auf einer kleinen Fototour an die Werra. Eine kleine Radtour mache ich heute. Fahre so die Werra ein bisschen entlang. Aber ganz kurz vorweg, eigene Sache. Ich habe jetzt viele Zuschriften von euch gekriegt. Ja, über Instagram privat, E-Mail privat. Und ja, dass doch bei einigen die Werbung eben bei mir eingeblendet wird, obwohl das hier so ein kleiner Kanal ist und trotzdem hier Werbung geschaltet wird. Also das tut mir natürlich riesig leid. Ja, ich habe keinen Einfluss darauf, ich habe auch nichts angekreuzt diesbezüglich, dass hier Werbung geschaltet werden soll, oder ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Jedenfalls tut mir leid, dass hier bei mir Werbung eingeblendet wird. Ich hoffe, das tut keinen Abbruch auf Abos oder ja, auf eure lieben Kommentare, dass ihr mich hier begleitet. Also wie gesagt, ich habe da keinen Einfluss drauf und es tut mir wirklich sehr leid. Ja, zu heute, diese kleine Radtour an der Werra entlang. Also ich war gestern schon mal hier, hatte eigentlich einen Plan, ich hatte eigentlich einen Plan, denn hier vorne ist so eine Eiche, stelle ich euch dann noch alles vor. Und diese Eiche, die wird von der Werra, die hier hinter mir fließt, so richtig unterspült. Und diese riesige Eiche, die hängt nur noch an Wurzeln am Ufer fest und ist unten drunter komplett unterspült. Mal gucken, wie lange das Ding noch hält. Vielleicht noch viele Jahre. Vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Bin kein Eichenspezialist. Aber das ist so ein schönes Fotomotiv eigentlich. Und ich habe mir gestern, ja, obwohl trübes Wetter war, jetzt zieht sich's schon wieder zu. Jetzt war gerade noch hier herrlichstes Wetter. Ihr werdet es dann auf den Fotos sehen. Also ich habe natürlich auch schon Fotos gemacht, hier wo ich hier sitze. Und jetzt tut sich wirklich komplett zuziehen. Ja, zu dieser Eiche. Und gestern war ganz wenig Wasser hier in der Werra drin. Das ist jetzt über Nacht, war hier heftigste. Also es hat gestern den kompletten Tag geregnet. Und die ganze Nacht durchgeregnet. Und der Wasserstand ist hier 1,50 Meter wieder gestiegen. Und was ich jetzt natürlich sagen will, also zu dieser Eiche, man konnte runter in die Werra und konnte von unten diese Perspektive auf diesen Baum hier fotografieren, wie der so hier so unterspült ist. Also ein ganz tolles Motiv für mich, finde ich. Und ich stelle euch das Bild vor, von vorgestern war es, wo ich dort war. Gestern hat es ja nur geregnet. Von vorgestern habe ich mir mal ein Bild mitgenommen und dachte, Mensch, hier könntest du eigentlich ein Video machen. Käme wahrscheinlich nicht schlecht. Und ja, ich habe mich aber jetzt erstmal für diese Stelle hier entschieden, um hier ein bisschen Zeitraffer zu machen, ein bisschen Slow Motion, will ich euch einblenden alles und dann gehen wir noch zu dieser Eiche und ja, ich bin selbst gespannt, wie sich das die Situation dort darstellt. Jetzt stelle ich euch hier mal meine Motive vor, die ich bis jetzt hier aufgenommen habe. Ich würde jetzt von vornherein schon mal sagen, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Ja, meine Lieben, oh, hier kommt schon wieder ein Baum angeschwommen. Also heftig. Ich drehe einfach mal rum, sonst ist der vorbei. Hier drüben, jetzt hier irgendwo drin, schwimmt dann hier schon wieder so ein Baum durch.
Also das heißt ein Baum, ein halber Baum. Und ah, jetzt sieht man, glaube ich, schön im Bild. Also heftigste Regenfälle heute Nacht und gestern den ganzen Tag. Wie gesagt, das Teil ist hier, ja, über 1,50 Meter ist das hier angestiegen. Ich drehe euch mal rum. Also ich habe mir vorhin hier mal ein Motiv mitgenommen. So aus dieser Perspektive. Nur man sieht, der Himmel ist halt jetzt zu. Und ich wollte hier so ein bisschen, also vorhin war es richtig schönes Licht hier drin. Denn auch hier die Werra verfärbt sich so langsam in ihr Herbstkleid. Kommt natürlich jetzt in diesen drüben, hier hüben gar nicht rüber. Hier drin war auch so richtig schönes Licht, weil die Sonne, die kommt von hier oben hier, würde sie kommen, von hier oben hier rein und beleuchtet dann hier dieses, so richtig, diesen morgendlichen Licht hier drin. Also dieses Motiv stelle ich euch mal vor. Ich habe mir mal zwei Bildchen hier gemacht. Einmal hier so mit dieser Perspektive, wo hier das Gras hier vorne drin ist. Und dann einmal, ja, kommt wie hier, ohne Gras, sondern einfach nur die Werra. Komisch, ne? Hier hinter mir strahlend blauer Himmel. Hier hüben wäre die Sonne. Und hier ist es alles, wenn ich hier rumdrehe. Ja, man sieht hier alles zu. Ich hoffe, dass die Sonne wieder rauskommt, denn sonst, ja, sonst hat sich das Ganze irgendwie hier erledigt. Ja, ich stelle euch mal diese beiden Bildchen vor. Und ich würde erstmal sagen, meine Lieben, ich würde erstmal sagen, viel Spaß. Ja, dann habe ich mir die nächste Komposition, also sehr, sehr tricky hier, ich stehe schon hier mit dem Wasser, damit ich hier überhaupt hier dran komme. Denn hier ist so ein schöner, schöner Baum, wie man den hier sieht. Und hier kam vorhin das Licht hier rein. Da habe ich mir mal so eine Perspektive mitgenommen, so ungefähr wie hier, dass der Baum hier so im Anschnitt ist. Licht hat er auch noch keins gekriegt, weil die Sonne in dem Winkel nicht so richtig steht. Aber hier, das war alles richtig schön beleuchtet. Dann bin ich hier nach unten gegangen. Oh, muss hier höllisch aufpassen. Ja, dann bin ich hier nach unten gegangen. Habe mir ungefähr diese Perspektive hier mitgenommen, dass hier hinten noch so ein bisschen Himmel durchscheint. Hier oben der Himmel. Und hier vorne, ja, ist dann auch dieses Laub. Kommt natürlich jetzt auch wieder nicht, das verfärbt sich hier so langsam. Ja, auch so aus dieser Perspektive
habe ich mir mal ein Bild mitgenommen. Also auch von dieser Perspektive jetzt hier blende ich euch mal die Bilder ein. Ich weiß immer nicht, wie viele Bilder. Also ich sehe es dann erst auf dem Computer. Ich erzähle immer hier, ich blende euch Bildchen ein, 2, 3, 4 Stück. Dann wird es nur eins oder. Also ich weiß es selber nicht. Ich muss immer am Rechner sehen, was hier rauskommt. Jetzt kommt die Sonne wieder. So ein bisschen. Und ja, hier erstmal viel Spaß mit den Bildern. Ja, meine Lieben, dann auch in die andere Richtung, einfach nur gleicher Standort, einfach nur rumgedreht. Ich drehe ja auch mal rum. Also hier habe ich mir auch ein Bild mitgenommen und ja, man sieht oben im Wald, so leicht zieht der Herbst hier ein und das Laub verfärbt sich. Dann hier im Uferbereich, hier ist auch so ein bisschen Färbung hier drin, das will ich mir mitnehmen. Und ja, jetzt kommt die Sonne wieder, sieht das gleich viel freundlicher aus. Ja, und hier hinten übrigens ist diese Eiche, wo ich mit euch dann hin will. Aber ich würde erstmal sagen, auch mit diesen Bildern hier viel Spaß. Ja, ich habe mir jetzt auch mal eine Langzeitbelichtung mitgenommen. Also was heißt Langzeitbelichtung? Ja gut, eine Sekunde belichte ich. Ich drehe euch mal rum auf die Kamera wieder. Also wieder mein gewohntes Setup mit meinen. Ich kann hier nicht weiter vor, sonst falle ich hier ins Wasser. Also wieder mein gewohnter Filter. Also das hat mich jemand gefragt. Ich glaube, das war der Pierre.
Objektiv mit der Gegenlichtblende. Also ich kann hier von dem Objektiv die Gegenlichtblende nicht abnehmen. Deshalb habe ich hier diesen riesigen Filterhalter drauf, also das 150x150 System. Und ja, beim Motiv, bei einem Objektiv, wo man die Gegenlichtblende abbekommt, wie bei meinem 24-105, dann kann ich einfach das 100x100 System drauf machen, kein Problem. Aber wie hier bei dieser Kamera, oder was heißt bei der Kamera, wie hier bei dem Objektiv hier, man sieht es, also ich kann die Gegenlichtblende nicht abmachen und deshalb muss man zu diesem System hier greifen. Ja, mein Bildausschnitt ungefähr, ja, wieder wie hier. Und ich will hier eine Sekunde Belichtungszeit haben. Also ich will das Wasser wieder nicht platt machen, sondern ja, so eine leichte Struktur wieder mit drin haben. Deshalb bin ich hier bei Blende 16 dann gelandet, ISO 100, um auf meine eine Sekunde zu kommen. Lösen wir einfach mal aus, fokussieren durch einfach hier drüben auf den Busch und dann ist hier in die Richtung alles scharf und in die andere Richtung ebenfalls alles scharf. 2 Sekunden Vorauslöser, ganz wichtig, damit man mir die Kamera nicht verwackelt. Und so würde jetzt das Bild hier aussehen. Im Rohr, man sieht wahrscheinlich nicht viel. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Werra ist natürlich jetzt durch diesen starken Regenfällen sehr, sehr orange, bräunlich-orange, Rotton ist hier drin. Kommt bei dieser Langzeitbelichtung natürlich dann noch mehr die Farbe zum Tragen. Und ja, ich blende euch das Bildchen mal ein. Viel Spaß damit. Ja, jetzt auch mal wieder entgegengesetzt, das gleiche Spiel, eine Sekunde. Also ich probiere zwischen 0,8 und einer Sekunde, mal gucken, was mir vom Wasser her besser gefällt. Und auch vom Himmel bin ich bei 25 Sekunden. Also ich drehe euch wieder rum, einfach unkonventionell, also wieder in diese Richtung hier. Ich bin jetzt wieder also ich habe gerade mit dem ND64 fotografiert. Und jetzt jetzt habe ich gewechselt auf den 10-Stopper und gerade waren die Wolken nicht hier, aber jetzt sind die Teile hier. Bin wieder bei 25 Sekunden. Ja, lösen wir einfach mal aus, weil jetzt ist wieder eine Wolke hier oben drin. Die waren gerade verschwunden. Gerade war es fast blau, aber ich habe das Glück, dass die hier so rüberziehen. Und ja, die beiden Bilder will ich mir ebenfalls wieder verrechnen. Also die 25 Sekunden Belichtungszeit vom Himmel, damit der richtige schöne Wolkenzieher drin ist. Und einmal das ja noch strukturierte Wasser. Also mir gefällt jetzt nicht, wenn ich jetzt 25 Sekunden das Wasser belichten würde. Ja, gefällt mir nicht. Das ist dann wieder wie, na, ihr kennt es ja, wie platt gebügelt. Was ist hier rausgekommen? Ach, das ist immer noch nicht. Ich drehe euch mal rum. Man sieht, ja, also die Wolken sind nur hier drüben im linken oberen Ecke vom Bild. Und hier drüben ist noch mal so ein Wolkenzieher hier über den Berg. Die müssen einfach noch weiter hier rüberkommen. Also ich bleib mal hier am Ball und würde sagen, ich blende das Bild dann ein. Viel Spaß damit. Thank you.
Ja, dann mal an die andere Stelle zur Eiche. Mal gucken, was uns dort erwartet. Also, jetzt sehe ich schon von hier aus, dass das Bild flach fällt. Das Wasser ist eigentlich einfach zu hoch und durch diesen, wie schon angesprochen, durch diesen Regenfällen in der Nacht jetzt hier, ja, das Wasser steigt immer noch hier. Vorhin war das so ein kleines bisschen niedriger. Jetzt kommt das, jetzt überspült das dann auch noch hier das kleine Fleckchen. Leute, zieht euch alte Klamotten an. Deshalb Vorderhose Klaus. Ich weiß nicht, ob man sieht. Man sieht aus wie ein Schwein hier, wenn man hier in den Zeug, in diesen Schlamm hier rumkriecht. Ja, meine Lieben, ich muss jetzt wieder hier hoch zu euch. Sieht wahrscheinlich auf der Kamera hier wieder wesentlich einfacher aus, wie es ist. Aber man muss schwer vorsichtig sein, denn hier ist alles voller Schlamm und alles ist sehr, sehr, sehr rutschig. Ja, man muss da wirklich das ist wirklich sehr, sehr tricky hier wieder hier hochzukommen. Alles nicht so einfach, wie es aussieht. Geschafft. Ja, meine Lieben, ich habe hier nochmal ein Motiv gefunden, eine Komposition. Die stelle ich euch einfach auf der Kamera hier mal vor. Dazu schalte ich die Kamera mal an. Und ja, so soll mein Bildausschnitt ungefähr sein, so wie hier. Dass von hier rechts oben noch die Blätter hier reinragen. Hier hinten, hier drüben ist dann so ein Stamm. Und dann die schöne braune Werra hier auf mich zufließt. Und es ist ein unheimlicher steiger Wind jetzt hier. Und der schlägt dann hier die Blätter hier so um. Man sieht sie hinten. Ich zitter hier ein bisschen. Und ja, das möchte ich auch so ein Bild haben, wenn diese Reflexion von diesen Blättern, die in der Sonne hier sind, so ein bisschen. Ja, man sieht es jetzt hier. Ich schalte die Kamera mal aus. Ja, das Bild will ich mir auch mitnehmen und finde ich ganz spannend und ja, viel Spaß mit dem Bildchen. Ja, ich bin wieder an meiner, oder wieder bin an meiner Eiche hier angekommen, an der ich eigentlich hier fotografieren wollte. Das, was jetzt drumherum war, das wollte ich eigentlich gar nicht so machen. Na, wie am Anfang schon erzählt, war eigentlich komplett anders geplant, aber durch diesen steigen Regenfällen von komplett durchgeregnet gestern am Tag und fast die ganze Nacht durchgeregnet. Na, ich stelle es euch mal auf dem Pocket vor. Ja, ein bisschen Abenteuer hier nach hinten zu meiner Perspektive hier. Also hier ist diese schöne Eiche und dann einfach mal hier nach hinten schleichen und ja, dann hier einen schönen Blick auf den Baum. Ja, das wäre so ein Bildausschnitt gewesen. Also ich habe mir das Bild ja mitgenommen, habt ihr dann schon gesehen. Also eigentlich ist die hier komplett hier unten unterspült. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Sieht man es besser.
Die ist komplett hier unten unterspült, diese Eiche, und hängt hier am Ufer nur noch ein paar Wurzeln, also richtig steigen Wurzeln, und auch von unten kommt noch eine dicke Wurzel. Aber man sieht, das ist doch schon heftig. Und es kommt jetzt überhaupt nicht richtig hier rüber, was ich hier überhaupt meinen will, weil einfach das Wasser jetzt zu hoch ist. Und vorgestern konnte ich noch komplett, hier ist noch so ein ganz schmales Streifen, na, hier ist gar nichts mehr, konnte ich komplett hier unten rumlaufen und hätte fotografieren können. Aber es war so ein trüber Tag, dass ich mir gedacht habe, okay, das wird eh wieder besser. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass die Werra so schnell wieder hier ansteigt. Also es war fast kein Wasser. Also ich treffe mich hier immer mit so einem Kollegen von der Biberfarm. Was heißt Biberfarm? Vom Biberbeauftragten. Und er konnte mit einer Warthose, hätte man hier ohne weiteres hier komplett durch die Werra hier durchlaufen können, so wenig Wasser war da drin. Und jetzt eben, ja, alles komplett dicht hier. Ja, meine Lieben, ein Bildausschnitt von meiner Eiche hier will ich euch gleich auf der Kamera vorstellen. Ja, die Kamera läuft. Und zwar ist das hier diese alte Eiche, die hier unten unterspült ist eigentlich. Hier sieht man nur noch so ein Fetzen raushängen. Aber hier vorne ist auch so ein schönes Licht drin. Hier hinten ist Licht drin. Und dann diese super Eiche hier. Also das Bild habe ich mir ebenfalls mal mitgenommen. In verschiedenen Perspektiven. Also einmal hier so ein bisschen hier so rüber. Dann ein bisschen weiter hier rüber. Und hier ist dann auch noch hier so dieses Herbstlaub mit drin. Einfach mal gucken. Ich schalte mal wieder aus. Ja, einfach mal gucken, was hier am besten kommt. Schade. Aber erstmal, hier kommt das Bildchen. Ja, dann die nächste Stelle hier, stelle ich euch auch mal vor, wieder ins Wasser gefallen. Also man geht hier, man kommt hier so richtig schön runter und hier war kein Wasser. Man konnte, also hier, man sieht es ja jetzt nicht, hier drin ist ein Baumstamm, also hier drin konnte man rumlaufen und konnte dann in die Richtung zur Eiche fotografieren. Ich zeige es euch mal von unten. Ja, jetzt unten, also man sieht, da guckt nur noch das bisschen hier raus. Und man konnte hier vorne hier laufen, also man konnte dann hier rein. Ich habe mir Gummistiefel mitgenommen. Ich dachte, das Wasser ist nur ein bisschen hoch, damit ich wenigstens hier hinkomme und hier rüber fotografieren hätte können. Und man sieht dann wieder die Eiche hier. Ah, geht mal ein bisschen weiter nach vorne. Hoppala. Ja, hier vorne ist dann diese unterspülte Eiche, aber ja, kein Thema. Aber wie ich gerade sehe, ist das Licht hier hervorragend wieder. Und so will ich mir dann auch mal ein Bildchen mitnehmen.
Ja, das soll es wieder gewesen sein für meinen Futterausflug an die Werra, der unvollendete. Ja, nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe mit dem Baum hier. Ja, die Natur ändert sich so schnell, man hat keinen Einfluss drauf. Man kann sich vornehmen, was man will. Ob das dann auch so klappt, ist die zweite Frage. Aber wie immer, hat unheimlich Spaß gemacht, das Ganze. Fotografieren macht immer Spaß. In der Natur unterwegs zu sein, macht immer Spaß. Riesig, riesig, riesig. Einen riesigen Spaß. Hammer. Also wirklich genial. Deswegen gleich an euch. Geht raus zum Fotografieren, geht raus in die Natur. Auch, wie schon oft gesagt, auch wenn man kein Bildchen macht, egal. Einfach nur sich irgendwo hinsetzen, die Natur genießen. Unbezahlbar. Ich weiß natürlich, wenn man berufstätig ist, Familie hat, ist das alles nicht so einfach, das unter einen Hut zu kriegen. Aber wenn man es dann doch mal schafft, rauszugehen in die Natur, man wird belohnt. Wahnsinn, wirklich mit Ruhe, mit Entspannung, mit einer genialen Natur, mit einem genialen Erlebnis in der Natur. Hier schwimmt schon wieder ein Baum einfach, schon wieder ein Baum an mir vorbei. Ah, Sturm ist jetzt aufgegangen. Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, bitte ein Abo, wer noch nicht, die Glocke aktivieren, damit ihr keinen Content verpasst. Würde ich mich riesig, riesig, riesig drüber freuen. Liken, kommentieren, alles gut für den Algorithmus. Wäre eine Ehre für mich. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch. Herzlichen Dank an euch fürs Einschalten, fürs Zusehen, dass ihr mich wieder begleitet habt. Ciao, ciao aus Thüringen. Ciao, ciao, euer Frankie. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.